Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wasche hier gerade Handtücher auf Kochbundwäsche 70 Grad mit 1600 Umdrehungen. Die Maschine heizt noch. Wasserstand macht die immer so bei Kochbundwäsche. Dosiert habe ich 30 ml vom Universalpulver Weißer Riese. Trocken genau 3 Kilo. Da liegen noch 3 Handtücher, aber ich wollte mal jetzt genau 3 Kilo, die nächsten. Die Maschine war auch jetzt locker voll, also locker gefüllt halt, aber voll. Jetzt hat sie gerade noch übrigens die Heizung abgeschaltet. Da seht ihr Kochbundwäsche, 70 Grad. Den Wasserstand. Ich finde das einfach nur mega bei Kochbundwäsche. Manchmal ist es auch ein bisschen weniger, je nachdem wie viel sie da nochmal nachzieht. Das finde ich jetzt hier ein bisschen komisch, dass sie hier nur 68 Grad im Glas macht. Sonst macht sie nämlich auch im Glas 70 Grad bei eingestellt 70. Jetzt ein bisschen blöd, dass sie es jetzt nicht macht, aber ja, reicht ja auch, zumal steht eh 60 drin im Schild. Ich brauche das auch einfach noch ein bisschen, um aufzuheizen. Und als ich hier gerade reingekommen bin, da dachte ich mir, wieso schäumen 30 ml bei 3 Kilo Wäsche so doll? Naja. Ich hätte die drei Handtücher doch noch mit reinmachen können, sehe ich auch, weil die jetzt ziemlich eingegangen sind. Ich gedacht, jetzt ist ja bis hier oder so schon mit den 3 Kilo. Etwas über dem Mitte der Trommelmitte. Also in der Mitte der Trommel ist ja so ein Ding immer, was bei jedem Hersteller unterschiedlich aussieht. Und dass das halt bedeckt ist, dachte ich jetzt schon mit 3 Kilo. Weil letztens hatte ich 4,7 oder 4,8 Kilo Handtücher da drin. Da war mitten in der Hauptwäsche, also wenn alles nass war, nur noch so ein Stück von der Trommel zu sehen. Und ich glaube, die Maschine hat sich ja nicht so gefreut über diese schwere Ladung. So. Hat sich das jetzt auch... Nee. Okay, 68,5. Schade. Stromverbrauch, oh, 1,918. Mit 1,7 habe ich gerechnet, 1,9 haben wir. Nee, das wird jetzt mehr Schaum. 30 ml. Demnächst... Soll ein Krümel reichen, oder was? Ein Krümel, das ist vielleicht... Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch nicht mal 0,1 Gramm. Ein Gramm sind 2 ml. Ungefähr. Hier steht drauf, 115 ml entsprechen 55 Gramm. Also die sind leicht verschmutzt. Wir haben weiches Wasser, 60 ml für 5 Kilo Wäsche. Und dann für die Mini-Ladung, also für ungefähr 3 Kilo Wäsche, minus 30 sind 30 ml, die ich auch nehmen sollte. Die habe ich jetzt genommen. Und das schäumt einfach total doll. Ich kann euch ja das, die Menge ja mal zeigen. Wie da jetzt ungefähr drin ist. Ungefähr so viel.
eine Stunde 7 läuft die jetzt hier noch. Die 61 kann ja nicht sein. Ja, dann hat sie 2 Grad weniger als sonst. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Ich werde am Samstag, denke ich, noch ein Video machen. ja, oder vielleicht auch mehrere, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch Freitag und Samstag. Weil ich habe noch einiges zu waschen diese Woche am Wochenende, Freitag, Samstag. Vielleicht auch Sonntag noch was, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Bettwäsche, Handtücher, also noch mehr Handtücher, sind 2 Kochwäsche, 60 weiße, 60 dunkle sind 5, dunkle von mir sind 6, weiße von mir sind 7, dann fliegt ja noch Buntwäsche rum, sind 8, dann vielleicht noch eine 40 weiße sind 9, und vielleicht noch eine 40 dunkle, die nicht von mir ist, dann habe ich 10. Also, und wir sind 3 Personen, also, naja. So, ich werde das Video jetzt mal beenden, weil ich habe jetzt Homeschooling. Ja, aber gut. Die läuft ja hier von selber. Punkt 23 Minuten ab. 19 ist Laugenabkühlung. Wie viel Uhr haben wir? 12 Uhr 6, okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.